Variante eines Springerknotens zum Dropshot angeln. Wenn wir jetzt die Schnur durchs Öhr fädeln, müssen wir uns sicher sein, dass der Knoten nachher nicht, der Haken nicht in dieser Richtung liegt, sondern genau entgegengesetzt. Das heißt, er wird nachher so rum sein. Das hier ist also das Ende, das nach oben zeigt, zu unserer Hauptschnur hin. Das heißt, das müssen wir gar nicht so lang lassen. So, ein kleines Stück, dann bilden wir ein Auge, verzwirbeln die beiden Enden miteinander und stecken den Haken durch das entstandene Loch zwischen den beiden Schnüren, ziehen zu, auf. Na? Auf dem Hakenschenkel zuziehen und dadurch haben wir einen schönen Dropshot-Knoten oder Haken wirklich immer im 90-Grad-Winkel absteht.